Flux FM in digitaler Gesellschaft. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Dieser Satz hat über Jahre hinweg Nutzerinnen und Nutzer, die auf YouTube ein Musikvideo schauen wollten, in den absoluten Wahnsinn getrieben. Und damit soll jetzt Schluss sein. Nie wieder Wahnsinn. Ein jahrelanger Streit zwischen der GEMA und YouTube wurde also gestern tatsächlich beendet. Jetzt sollen also die Videos, auf die man im Ausland schon immer ohne Probleme zugreifen konnte, auch in Deutschland verfügbar sein. Wie sich die GEMA mit YouTube geeinigt hat, ob jetzt wirklich alle Videos verfügbar sind und worauf ihr als Nutzerinnen und Nutzer der Plattform noch achten müsst, das wollen wir klären mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft, auch heute wieder bei uns im Studio. Hallo Alex. Hi. Alex, jetzt ganz schnell vielleicht nochmal, um das zu klären, was war denn jetzt eigentlich nochmal der wirkliche Streitpunkt bei dieser ganzen Geschichte? So richtig haben das ja nicht alle begriffen. Also über Jahre hinweg gab es eben diesen Streit zwischen GEMA und YouTube, wer jetzt eigentlich Geld an GEMA bezahlen muss, damit eben die Videos dann auch angeschaut werden können. YouTube war oder hat den Standpunkt vertreten oder vertritt diesen Standpunkt auch heute noch, dass diejenigen, die eben den Content zur Verfügung stellen, also die Uploader, diejenigen sind, die man zur Kasse bitten muss, währenddessen die GEMA gesagt hat, ihr seid die Plattform, bei euch findet man die Videos, ihr verdient Geld damit, also wollen wir das Geld von euch haben. Und darüber hat man sich jahrelang gestritten, das hat man auch vor Gerichten getan, man ist durch zwei Instanzen gegangen und jetzt eben kurz bevor man in die dritte und letzte Instanz gegangen wäre vor Gericht, hat man sich eben außergerichtlich geeinigt und hat eben gesagt, wir bezahlen, also YouTube bezahlt jetzt an die GEMA, wir wissen aber auch nicht wie viel, einen bestimmten Betrag X, auch eben für die vergangenen Jahre, und man hat sich jetzt eben auch für die Zukunft auf ein Modell geeinigt, dass eben ein bestimmter Betrag an die GEMA überwiesen wird, sodass diese dann das Geld an die Künstlerinnen und Künstler weitergeben kann. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, über einen Betrag, den man jetzt nicht öffentlich macht, beziehungsweise was man auch nicht öffentlich macht, ist ja zum Beispiel, obwohl man gesagt hat, die Künstler werden davon profitieren, sie werden auch Geld davon bekommen, auch da hält man sich ja so ein bisschen oder hüllt man sich in Schweigen. So genau ist es da nicht raus, oder? Also es ist völlig unklar, wie viel Geld da jetzt eigentlich fließt und wie viel Geld auch in Zukunft fließen soll. Die GEMA hat sich eigentlich nur hingestellt und hat gesagt, also wir haben hier einen super Deal gemacht, alles toll und die Künstler können sich jetzt freuen. Aber also wenn ich jetzt Künstler wäre bei der GEMA, würde ich natürlich auch erstmal nachfragen, wieso, also wie viel Geld ist es denn jetzt eigentlich? Wie viel bekomme ich denn jetzt für zum Beispiel, wenn einmal mein Video in YouTube angeklickt wird oder ähnliches? Also das ist völlig intransparent, diese Lösung. Und das birgt natürlich auch gewisse Probleme, denn es gibt ja auch noch andere Plattformen außer YouTube, wo eben zum Beispiel Musikvideos zur Verfügung stehen. Und mit denen muss die GEMA ja auch irgendwie eine Lösung finden. Und das YouTube-Problem an sich eben, wer bezahlt jetzt die Uploader oder eben die Plattform, die es zur Verfügung stellt, bleibt ja auch bei anderen Plattformen bestehen, sodass jetzt hier für diese Plattform auch nicht klar ist, wie viel Geld will jetzt die GEMA dafür eigentlich haben, wie viel Geld bekomme ich als Künstler, wenn ich bei der GEMA bin. Also das ist alles vollkommen intransparent. Es wird sich einfach hingestellt und gesagt, das ist ein guter Deal. Ob das tatsächlich so ist, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Und das hat natürlich dann auch für Probleme für zum Beispiel Startups, die jetzt gerne auch in diesen Markt wollen und da natürlich überhaupt keine Rechtssicherheit haben und völlig unklar ist, inwieweit die jetzt an die GEMA zum Beispiel Geld abdrücken müssen und wie viel das am Ende des Tages ist. Also es lässt sich überhaupt nicht kalkulieren, wenn man so ein Geschäftsmodell an den Markt bringen will, und das ist natürlich auch jetzt keine super Lösung. Also für YouTube und GEMA ist es erstmal so, für die ist es erstmal eine gute Lösung, weil der Rechtsstreit ist auch erstmal beigelegt. Genau. Für die Nutzerinnen und Nutzer von YouTube ist auch super, weil wir können jetzt diese Videos auch endlich sehen. Also das war ja auch wirklich ein unhaltbarer Zustand. Tatsächlich. Aber ja, es bleiben eben trotzdem offene Fragen. Kann man denn jetzt wirklich als YouTube-Nutzer alle Videos sehen? Oder es gibt ja sicherlich auch Künstler, die zum Beispiel nicht bei der GEMA angemeldet sind oder so. Wie verhält sich's da? Genau, also es ist erstmal so, dass alle Videos, die von der GEMA eben geblockt wurden in der Vergangenheit, die sollen künftig kann man sich eben anschauen, auf die kann man zugreifen. Das dauert natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen, bis dann halt tatsächlich alle Videos freigeschalten sind. Da muss man dann eben auch ein bisschen, also es sind ja Millionen von Videos eben auf YouTube, bis man die dann auch tatsächlich alle freigeschalten hat. Aber das soll jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch passieren. Aber natürlich, wenn man eben bei einer anderen Verwertungsgesellschaft ist, die eben noch keinen Vertrag mit YouTube geschlossen hat, diese Videos wird man dann nicht sehen, aber eben alle GEMA-Videos sollen in den nächsten Tagen dann eben einfach frei verfügbar sein. War das eigentlich ein deutsches Problem? Also wir wussten ja, im Ausland kann man problemlos auf Videos zugreifen. War das wirklich nur in Deutschland verboten?
Also es ist so, dass in den anderen Ländern, die auch gibt's auch Verwertungsgesellschaften, Frankreich, Niederlande oder sonst wo, und die haben aber eben sehr zügig solche Verträge mit YouTube geschlossen, so dass es dieses Problem da auch nicht gab. Und jetzt ist es so, dass es dann innerhalb der Verwertungsgesellschaften dann auch nochmal Verträge gibt, dass wenn ich jetzt eben in Frankreich mir zum Beispiel ein Stück von der GEMA anschaue, dass dann die französische Gewerkschaft, also die französische Verwertungsgesellschaft dieses Geld dann an die GEMA weitergibt. Deswegen gab es dieses Problem im Ausland nicht und es war tatsächlich ein sehr spezifisch deutsches Problem, weil eben die GEMA sich mit YouTube einfach nicht einigen konnte. Also da wurden offensichtlich eben Forderungen gestellt, die YouTube nicht bereit war zu bezahlen, weil es denen einfach zu teuer war, nehme ich mal an. Und eben weil auch dahinter der dahinterliegende Gedanke eben nach wie vor besteht, wer bezahlt denn jetzt einfach? Und dieser Streit konnte einfach nicht gelöst werden. Die GEMA als sehr mächtige Verwertungsgesellschaft wollte auch nicht klein beigeben. Da haben sich also zwei große Player gefunden, die in Verhandlungen einfach nicht nachgeben wollten und das dann eben auf dem Rücken der Nutzerinnen und Nutzer ausgetragen haben. Von daher war das schon ein recht spezifisch deutsches Problem, ja. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, es könnte sein, dass sich das alles noch ein bisschen hinzieht, weil man eben auch gar nicht so richtig über die Details Bescheid weiß, beziehungsweise weil diese Rechtsunsicherheit für andere Plattform für andere Anbieter eben auch bleibt. Werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer unterhalten, machen erstmal noch eine Musik dazwischen. GEMA hat sich mit YouTube geeinigt. Jetzt kann man also seit gestern tatsächlich wieder die einst gesperrten Videos sich anschauen, muss nicht mehr auf diese komische Tafel schauen. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft ist noch hier bei uns im Studio. Wir haben uns auch gerade schon mal über die Eckpunkte unterhalten, was man jetzt geregelt hat, beziehungsweise was man vielleicht auch noch nicht geregelt hat. Und du hast es gerade schon gesagt, Alexander, das wird keine einfache Geschichte werden, weil sich eben klar jetzt erstmal nur GEMA und YouTube geeinigt haben, aber so die Koordinaten für Startups zum Beispiel, die sowas ja auch betrifft, Unternehmen, die natürlich diese Plattform auch nutzen wollen, jetzt auch nicht so ganz im Klaren sind. Das kannst du uns vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauer erläutern. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet eben, dass es ausschließlich ein Deal zwischen YouTube und der GEMA ist. Andere Plattformen, Vimeo zum Beispiel, die ja auch solche Inhalte eben zur Verfügung stellen, die möglicherweise von der GEMA geschützt sind, die müssten jetzt auch wieder mit der GEMA verhandeln. Wenn ich ein neues Unternehmen an den Markt bringen will, was ähnlich funktioniert wie YouTube oder sich eben darauf spezialisiert, GEMA-Musik zu zeigen oder ähnliches, muss auch wieder mit der GEMA einen speziellen Deal aushandeln. Und da ist A das Problem, dass wie gesagt nicht transparent ist oder unklar ist, wie viel man jetzt eigentlich für ein Lied oder für einen Klick bezahlt. Also bezahlt man, nach welchen Kriterien bezahlt man überhaupt? Bezahlt man pro Klick? Bezahlt man pro Megabyte? Bezahlt man wo die Leute herkommen? Ob die eben von Deutschland aus draufklicken oder alle von irgendwo anders her. Also es ist alles vollkommen unklar. Und hier ist jetzt eigentlich der Gesetzgeber gefordert, weil das Problem ist, dadurch, dass der Rechtsstreit nicht zu Ende geführt wurde zwischen YouTube und der GEMA, gibt es eben keine Rechtssicherheit. Die haben sich außergerichtlich geeinigt, sodass es eben unklar ist, ob jetzt eben die Uploader bezahlen müssen oder die Plattformen bezahlen müssen und eben unklar ist, wie viel man bezahlen muss. Deswegen muss der Gesetzgeber jetzt eigentlich eine Lösung finden. Das könnte man jetzt auch im Rahmen der europäischen Urheberrechtsreform zum Beispiel gut machen, die stattfindet, indem man da zum Beispiel sagt, man kann sich orientieren an der Lehrmittelabgabe. Sowas gibt es schon. Also das bedeutet in der Vergangenheit, als es hochkam, dass die Leute sich zu CDs gebrannt haben oder mit externen Festplatten, die riesengroße Speicher hatten und dann eben Leute sehr viel Musik da zum Beispiel kopiert haben, hat man eben gesagt, okay, wer sich eine Festplatte kauft oder ein Lehrmedium eben, also eine leere CD, der bezahlt einfach per se eine Abgabe, die dann eben zum Beispiel an die GEMA geht, was dann wieder an die Künstler ausgeschüttet wird. Sowas ähnliches könnte man ja eben auch bei YouTube machen oder bei solchen Plattformen, also bei solchen Hosting-Providern, die eben sowas speichern, dass man eben sagt, ihr habt so und so viel Inhalt in eurer Cloud oder auf eurer Plattform zur Verfügung stellen und danach bemessen wir, wie viel ihr eben abgeben müsst an die Verwertungsgesellschaft und das wäre dann auch ein sehr transparentes Modell, sodass dann für jeden klar nachvollziehbar ist, der am Markt agiert, aha, ich habe dieses und dieses Volumen, das ich zur Verfügung stelle, ich habe diese und diese Inhalte, die ich zur Verfügung stelle und deswegen muss ich diesen Betrag an die GEMA bezahlen. Damit hätte man zum einen die Rechtssicherheit geschaffen, man hätte eine gewisse Fairness in den Markt gebracht, weil es ist natürlich so, wenn ich als Startup jetzt versuche, mit der GEMA zu verhandeln, habe ich halt eine viel schlechtere Position. Der Kampf gegen Windmühlen. Genau. Als wenn ich jetzt als YouTube oder eben Google mit der GEMA verhandle, dann kann man so einen Rechtsstreit auch eben mal 7 Jahre lang aussitzen. Es passiert halt nichts. Die Nutzerinnen und Nutzer sind dann am Ende eben die Bestraften, die solche Videos nicht sehen können. Und deswegen wollen wir eigentlich eine Lösung finden,
für die alle am Markt klar ist, okay, das ist der Betrag, den muss ich bezahlen und die Nutzerinnen und Nutzer können eben auf diese Inhalte zugreifen, ohne dass dann für die irgendwie Probleme entstehen, dass sie dann versuchen müssen, über irgendwelche VPNs oder Tor-Netzwerke versuchen müssen, sich eine andere Identität zu geben, um dann eben vorzuspiegeln, dass sie aus dem Ausland kommen, um eben auf solche Inhalte zuzugreifen. Damit muss Schluss sein. Wir müssen eben ein zukunftsorientiertes Urheberrecht auf den Weg bringen und das ist ein Baustein davon. Jetzt nochmal als Schlussfrage vielleicht, worauf müssen denn Nutzerinnen und Nutzer jetzt künftig achten? Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch zum Beispiel auf YouTube beachten müssen oder sind wir jetzt fein raus und sagen so, okay, für uns hat sich der Fall jetzt geklärt? Der Fall hat sich geklärt. Nutzerinnen und Nutzer können einfach draufklicken. Es entstehen auch keine Kosten. Man muss sich jetzt auch keine eben komplizierten technischen Lösungen überlegen, um eben diese Sperren in irgendeiner Art und Weise zu umgehen. Also man kann völlig ungezwungen auf alles draufklicken. Es entsteht überhaupt kein Problem, eben bei YouTube. Wenn man sowas jetzt auf anderen Plattformen wieder sieht, dass dann dadurch irgendwo was durch die GEMA gesperrt ist, dann muss man wieder Wege finden, wie man das in irgendeiner Art und Weise umgehen kann. Deswegen wäre es auch wichtig, dann uns zum Beispiel bei einer Urheberrechtsreform da in diesem Bereich zu unterstützen, zum Beispiel EU-Abgeordnete anzurufen und dort zu sagen, hey, setzt euch mal dafür ein, dass dies hier transparente Regeln eben gibt, damit dann eben künftig sowas auch tatsächlich der Vergangenheit und zwar im gesamten Internet angehört. GEMA und YouTube haben sich geeinigt in einem jahrelangen Streit. Wir können uns jetzt also wieder Musikvideos zum Beispiel, aber auch andere Inhalte über YouTube anschauen, was wir vorher nicht konnten. Aber wie Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft sagt, es sind eben nur zwei Player in diesem ganzen Zirkus und dazu gehört noch eine ganze Menge mehr. Es bedarf also dringend weiteren Richtlinien und Reformen auch. Ich sage erstmal Dankeschön, lieber Alex. Und ja, mehr dazu könnt ihr euch dann natürlich auch wieder im Netz anschauen. Genau, sehr gerne. Danke. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.